Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder hier auf dem Feld und ich hoffe, dass ihr mich überhaupt richtig hören könnt, weil es ist wieder mega windig, aber letztes Mal beim Schnitt hat das auch geklappt, also bin ich mal guter Hoffnung, dass es diesmal auch der Fall sein wird. Heute möchte ich mit euch über ein mega wichtiges Thema reden. Ich muss ein extra Video darüber drehen, weil mir das eben wirklich richtig extrem gefährlich aufgefallen ist und deswegen... Wenn ihr zu den Müttern gehört und ich glaube, dass da eher die Mütter für verantwortlich sind als die Väter, weil ich das so in der Kultur bemerkt habe, in der ich mich befinde, dann seid ihr vielleicht auch, gehört ihr vielleicht auch zu der Fraktion, die ihren Kindern vermittelt, Vorsicht, da kommt ein Hund ist dreckig, ein Hund beißt, ein Hund... will dir nichts Gutes, bloß nicht zu nahe, geh mit großem Abstand und komm her, da kommt ein Hund, geh da bloß weg. Wenn ihr zu diesen Müttern gehört, ja, dann möchte ich euch eben ein Erlebnis erzählen und das ist wirklich richtig gefährlich gewesen und ich hoffe, dass ich mal so ein bisschen als neunfache Mutter, ja, ich habe 9 Kinder und ich bin auch eine Mutter, die übervorsichtig war und gerade wenn Hunde an uns vorbeigegangen sind, weil ich eben als Hundebesitzer weiß, dass Hunde immer gefährlich sein können. Ja? Hunde sind potenziell gefährlich. Das ist schon richtig. Und zu Anfang möchte ich auch noch einmal sagen, bevor vielleicht irgendwie was falsch gedacht wird bei Leuten, die mich nicht kennen. Ich bin neunfache Mama. Ich bin seit fast 40 Jahren mit einem türkischen Mann verheiratet. Ich habe 6 Jahre in der Türkei gelebt. Meine Kinder sind alle dunkelhaarig. Ich kenne die Kultur in- und auswendig. Ich liebe die Türkei. Ich liebe alles, was mit dieser Kultur zu tun hat. Nur, ja, da muss man jetzt einfach mal auch, muss man mal drüber reden, weil ich glaube, dass die meisten Eltern das ja nicht absichtlich machen, sondern die wollen ja das Beste für ihr Kind. Nur, man muss eben auch den Hund kennen und man muss wissen, wie ein Hund reagiert, wenn das Folgende passiert. Ich bin eben aus unserem Haus gekommen und da sehe ich mit Miley, mit meinem Hund, hier ist mein Hund, mein relativ kleiner Hund, an der Leine und er sieht ja auch eigentlich sehr süß aus. Es ist jetzt kein gefährliches Tier. Ja, so wird er zumindest von einem kleinen Kind, jedes kleine Kind, was mein Hund sieht, ja, liebt mein Hund, weil er einfach süß aussieht. Man möchte ihn streicheln. Ich werde auch immer wieder gefragt von Kindern, ob sie ihn streicheln dürfen und das sage ich immer wieder nein, weil ich eben auf gar keinen Fall ein Risiko eingehen möchte. Auch bei einem so kleinen, süßen Hund nicht, ja. Und Miley, selbst Miley, könnte zubeißen. So, das ist schon mal klar, das ist richtig. Nur, ich komme jetzt mit diesem kleinen Hund aus dem Haus raus und sehe schon ein dunkelhaariges Mädchen, ich schätze sie mal 7, 8, auf ihrem Fahrrad an unserem Haus vorbei radeln. Sie sieht den Hund schon aus der Haustür kommen und schon sind bestimmt noch 10 Meter entfernt von ihr. Sie radelt auf der Straße, sie hat die Straße gerade überquert und radelt mitten auf dieser Straße. Und die Straße ist stark befahren mit Bussen und allem. Sie radelt mitten auf der Straße, weil sie den Hund gesehen hat. Und ich bleibe mit dem Hund, ich gehe natürlich vorsichtig langsam weiter. Ich sehe sie ja schon kommen und ich sehe sie auch die ganze Zeit auf den Hund starren. Ja, ängstlich. Dieses Gesicht hat voller Angst, das Kind. Und radelt weiter. Sie guckt nicht nach vorne, sie guckt nur auf den Hund. Und ich bleibe dann stehen, sodass sie mich hören kann. Sagt, du kannst ruhig weiterfahren, fahr weiter, bitte guck nach vorne. Sie hört überhaupt nicht. Sie guckt nur auf diesen Hund. Sie guckt ab und zu nach vorne, aber die ganze Zeit dreht sie sich um. Und sie wäre fast wirklich. Also es kam zum Glück kein Auto. Es ist nichts passiert. Aber trotzdem, Miley hat einmal gebellt. Und als sie angefangen hat, einmal zu bellen, dieses Kind radelt in einem Affenzahn vorwärts und guckt nicht nach links, nach rechts, sie dreht sich nur nach diesem Hund um. Zum Glück hat sie gerade noch die Biegung bekommen in diese andere Straßenseite hinein. Moment, da kommt jemand. Hat gerade noch die Biegung bekommen und hat auch da im rechten Augenblick noch nach vorne geguckt. In einem Affenzahn, voller Panik, in die Pedalen tretend, ist sie dahin gefahren. Ja? Da hätte alles Mögliche passieren können. Es hätte ein Auto kommen können. Dieses Kind hätte irgendein Hindernis auf der Straße haben können. Sie hätte hinfallen können, ja, nur weil sie in Panik auf diesen Hund gestarrt hat. Und Miley hat einmal gebellt und da war alles vorbei. Ja, sie ist, also ich habe noch nie ein Kind so schnell Fahrrad fahren sehen und die Pedale treten sehen.
Und jetzt möchte ich einmal dazu Aufklärung leisten. Und ein bisschen aus meiner Erfahrungskiste auch plaudern. Als meine Kinder klein waren, habe ich ihnen beigebracht, sie dürfen keine Hunde anfassen. Sie sollen auch ein bisschen vorsichtig sein und nicht zu nah an einen Hund rangehen, wenn wir spazieren gehen. Ja? Aber, ja, und das habe ich ihnen auch immer wieder gesagt, bitte keine Angst haben vor Hunden. Nur Vorsicht walten lassen. Ja? Ein Hund kann unerwartet zuschnappen. Ihr geht da vorbei, der Hund möchte irgendwas aus eurer Hand haben, eure Hand riecht vielleicht nach irgendetwas und könnte zuschnappen. Das wissen die Kinder, aber sie dürfen keine Angst haben, sie dürfen keine Panik haben. Ja? Sie dürfen nicht unbedingt einen riesen Bogen um diesen Hund machen. Klar, sie sollen einen Abstand haben. Ja? Sie sollen jetzt nicht quasi so quasi an dem Hund vorbeigehen. Ja? Weil, wie ihr eben gesehen habt, wenn es ängstliche Hunde sind, dann können die auch schon mal zuschnappen. Ja? Das wissend sollen sie vorsichtig, aber keine Angst haben, keine Panik haben. Ich habe sie auch immer mal wieder mit Hunden in Kontakt gebracht, dass sie auch mal Omas Hund streicheln durften, dass sie mal so ein bisschen Erfahrung auch sammeln dürfen, ja, damit sie auch die Reaktion eines Hundes abschätzen können. Denn ein Hund ist nicht per se dreckig. Ein Hund überträgt nicht per se Krankheiten, ja. Wenn man den Hund streichelt, wenn man sich danach die Hände wäscht und wenn man vorsichtig agiert, dann ist in der Regel auch keine Krankheit übertragbar. Auch Würmer würden so nicht übertragbar sein. Dafür müsstest du den in den Mund nehmen, dann die Hand. Und das kann man ja abschätzen. Jetzt kommt da wieder jemand, und zwar ein Hund. Jetzt muss ich mal eben meinen Hund hier halten, damit der nämlich nicht verletzt wird, weil die Hunde lieben meinen Hund und gehen da immer gerne ran. Ich weiß auch nicht, wieso. Und deswegen ist es sehr wichtig, Moment, ist es sehr wichtig, unsere Aufgabe als Eltern besteht darin, den Kindern angstfrei zu vermitteln, dass ein Tier, ein Hund nicht per se ein Monster ist, dass es nicht per se beißt, dass es nicht per se etwas ist, wovor ihr Angst haben müsst. Man soll die Kinder darüber aufklären und da darf man auch als Mama und Papa nicht müde drüber werden. Weil, warum ist das so wichtig? Klar, wie viele werden jetzt sagen, wieso, wir haben ja gar keinen Hund und wieso ist denn das alles so wichtig und interessiert uns alles nicht? Das ist eben doch wichtig, weil wir in einem Land leben hier, wo es viele Hundebesitzer gibt. Und es gibt auch viele Hundebesitzer, die ihren Hund nicht, wie ich, 100-mal an der Sicherheitsleine haben. Ich gehe nicht mit meinem Hund raus, ohne dass ich sie hier sicher habe, dass sie, selbst wenn sie auf einmal wegläuft und zieht, ich sie trotzdem sicher habe. Es gibt alte Menschen, die haben gar keine Kraft, so einen Hund zu halten. Ja? Es gibt alles Mögliche. Viele Hunde laufen auch frei rum. Und dann ist es ja noch gefährlicher für diese Kinder, die sich so verhalten, weil der Hund läuft hinter jemandem hinterher, der vor ihm wegläuft. Das ist einfach ein Jagdtrieb. Klar, man kann ihm das austrainieren und abtrainieren. Trotzdem ist dieser Trieb in einem drin. Und Hunde merken, wenn das Kind Angst hat, wenn der Mensch Angst hat und ist erst recht drauf gepeilt und aufmerksam auf diese Person. Deswegen, Vorsicht ist gut, auf jeden Fall. Ja, ich rate natürlich auch dazu, den Kindern auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Aber wir dürfen die Kinder nicht panisch machen. Ich merke es immer wieder, wenn ich in der Stadt mit meinem Hund spazieren gehe, dass bitte nicht übel nehmen. Es ist einfach so. Die Menschen, die Kinder mit dunklen Haaren, ja, die gehen panisch, werden diese Kinder weggezogen von meinem Hund. Sie werden in die andere Richtung gezogen. Die Eltern, man merkt richtig, wie die Kinder ihre Eltern angstvoll anblicken. Ja, und auch die Eltern machen einen riesen Bogen um diesen Hund. Und dann ist es doch kein Wunder, dass man dann das Interesse des Hundes weckt. Und gerade dann, wenn er nicht angeleint ist, ja, wenn er freiläuft. Es gibt hunderte Hundebesitzer, die ihre Hunde freilaufen lassen. Verstehe ich auch nicht, weil es besteht, zumindest bei uns in Hamburg, Anleihenpflicht. Kein Hund darf frei laufen, ja, nur in den ausgewiesenen Gebieten. Und ich finde das auch wichtig, dass man das macht, weil es eben auch Hunde gibt, die beißen würden und könnten, wenn ein Kind wegläuft, wenn ein Kind Angst hat, wenn ein Kind irgendeine unachtsame Situation macht. Denn ein Hund zu erziehen, da kann ich nur aus Erfahrung sprechen, ist nicht einfach. Man muss sehr konsequent sein, man muss sehr aufmerksam sein, man muss darauf bedacht sein, dass er auch keine unbedachten Bewegungen macht, und das ist nicht einfach.
Aber das ist durchaus ein Risiko, was es gibt. Nur wir dürfen nicht panisch werden und wir dürfen den Kindern nicht so eine Angst einjagen. Ja? Das muss eine gesunde Grundskepsis werden und das lässt sich ganz einfach üben sozusagen. Das können wir machen, indem wir Aufklärung leisten, mit dem Kindern auch ein bisschen helfen bei der Kontaktaufnahme mit Hunden. Und bitte einen Hund, wie gesagt, ich weiß, in der Türkei ist es ähnlich. Ich habe dort jahrelang gelebt. Es gibt viele, viele richtig böse Straßenhunde. Ich kann euch da auch mal ein Erlebnis erzählen. Meine Tochter, ja, meine älteste Tochter, die hat keine Angst vor Hunde. Sie liebt Hunde, sie ist mit Hunden aufgewachsen. Wir haben einen großen Schäferhund gehabt. Sie kennt sich mit Hunden aus. Ja, sie hat auch keine Angst vor Hunden. Sie hilft Hunden. Im Gegenteil, Straßenhunde werden von ihr gefüttert, gestreichelt. Sie hat keine Angst. Eines Tages geht sie mit ihrem Hund, mit ihrem Sohn auf dem Arm nach draußen und da kommen ihr drei große wildlaufende Hunde entgegen und springen sie an. Es ist ein Wunder und ein Glück, dass meinem Enkel nichts passiert ist. Ja, die waren wirklich bösartig. Das waren keine freundlichen Hunde. Ja, einfach, weil diese Hunde höchstwahrscheinlich angegriffen werden von den Menschen, die da sind, weil sie mit Steinen beworfen werden, weil sie bespuckt werden, weil sie mit Schuhen angeschimpft werden. Darauf entwickeln diese Straßenhunde ein unnatürliches Verhalten den Menschen gegenüber. Manchmal, nicht immer. Ja. Es gibt auch viele, 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 viele Gegenbeispiele dafür. Gerade ich sehe überall Hundenäpfe mit Wasser, mit Essen. Es ist nicht immer der Fall, aber es ist halt doch schon gehäuft der Fall, ja, dass Hunde dort einfach nicht gut behandelt werden. Und die Hunde dementsprechend sich zu Wehr setzen, wenn sie Menschen sehen und auch angreifen, weil sie ihn einfach als Feind ansehen. Das ist nicht immer ein Unterschied und ich weiß auch keine Lösung, ich weiß auch keinen Rat dafür, aber eine Grundangst, die man vor Hunden hat, die darf man einfach nicht haben, weil der Hund merkt, wenn man Angst hat und der Hund greift auch an und läuft hinterher und versucht, das zu jagen, wenn man wegläuft, wenn man Panik hat. Ja? Deswegen sollten wir auf jeden Fall versuchen, Hunde und Kinder so zu erziehen, beide, ja, dass sie miteinander auskommen. Das ist eben in Deutschland auch sehr wichtig und das ist auch in diesen Ländern sehr wichtig, weil es eben so viele Straßenhunde gibt. Je weniger Angst wir als Menschen vor dem Hund haben, desto weniger laufen wir Gefahr, dass uns der Hund angreift. Wenn du an einem Straßenhund gechillt vorbeigehst, wird er höchstwahrscheinlich, ja, auch nicht viel machen. Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass dein Geruch ihm auf den Geist geht oder er einfach von Natur aus eine Angst und eine Panik vor den Menschen hat, dass auch völlig unerwartet einen Menschen angreift. Aber die Chance, dass das passiert, ist eben nicht so groß, als wenn du von vornherein schon wegläufst, ja, vor ihm, der läuft hinterher, ja, ist doch ganz logisch. Deswegen, bitte, bitte, bitte. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben so etwas noch nie gesehen, wie eben, als ich aus meinem Haus gekommen bin. Dieses Kind voller Panik, ja, es fährt mitten auf der Straße, es dreht sich zu dem Hund andauernd um und als er einmal gebellt hat, da fährt die in einem Affenzahn, ohne nach links und rechts zu gucken und biegt um die Ecke ab. Ein Wunder, dass da nichts passiert ist, ja. Und das, obwohl ich ganz beruhigend gesagt habe, brauchst keine Angst haben, ja, alles gut. Nee, überhaupt nicht, das kann ich mit der zu reden, ich weiß jetzt, sie wird mich sicher verstanden haben, aber das ist wirklich, 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 wirklich gefährlich. Bitte, bitte, bitte mach das nicht, ja. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur aus Menschen von diesen Kulturen, das gilt für alle überängstlichen Eltern. Ich war auch sehr überängstlich und habe aber trotzdem meinen Kindern diese Panik nicht anerzogen. Sie haben Respekt gehabt vor anderen Hunden, sie durften auch keine fremden Hunde anfassen. Ich bitte euch auch, euren Kindern das zu sagen, weil ich auch merke, dass die Aggressivität der normalen Haushunde in den letzten Jahren richtig zugenommen hat. Ich befürchte, dass es daran liegt, dass Hunde eben den ganzen Tag alleine gehalten werden, dass die Menschen arbeiten gehen, dass ihre Tiere einfach nicht ihre Art entsprechend behandeln und dass sie deswegen Eigenarten entwickeln in diesen Wohnungen, die einfach für sie ungesund sind und unnatürlich sind und dass sie deswegen so aggressiv werden, weil als ich Kind war, ich habe es nie erlebt, jetzt kommen da schon wieder Leute, ich habe es nie erlebt, dass ich mal irgendjemand einen aggressiven Hund auf der Straße gesehen habe, ganz im Gegenteil, die habe ich nie erlebt und heutzutage ist das so oft der Fall, wo ich mir denke, meine Güte, das kann doch nicht sein, es gibt so viele Hunde, die wirklich richtig aggressiv sind gerade. Und wie gesagt,
Man kann nur mit Ruhe, mit Akzeptanz, mit Verständnis für jedes Lebewesen durch die Welt laufen. Jegliche Art von Extremität, sei es Angst, sei es Panik, sei es auch zu viel Liebe für Tiere, für fremde Tiere, das ist immer nicht gut. Ja? Fasst bitte keine fremden Hunde an. Bringt euren Kindern bei, dass sie eben den Omas Hund nicht anfassen sollen. Ja, weil es eben, ihr kennt das Tier nicht. Und vor allen Dingen ist es auch immer so ein bisschen, finde ich, schwierig, den Kindern dann die Hände zu waschen, ja, weil es gibt halt auch Krankheiten, die Hunde mit dem Speichel übertragen, und dann stecken sich die Kinder die Hand in den Mund. Gut, das ist nicht schlimm, aber es kann auch mal was passieren. Deswegen einfach nicht anfassen, fremde Hunde, aber man soll trotzdem den Kontakt mit den Tieren auch mal erlauben, ja, wenn ihr wisst, da ist die Nachbarin, die hat einen ganz netten Hund, die kennt uns schon, der freut sich immer, dann kann man auch mal mit richtig elterlicher Vorsicht und sehr viel Aufmerksamkeit das Kind auch mal sich mit dem Hund beschäftigen lassen, aber bitte nicht ohne Aufsicht, ja, und bitte nicht ohne, dass ihr guckt, und bitte nicht ohne, dass ihr da in irgendeiner Art und Weise auf euer Kind achtet. Mein Lieben, ich muss jetzt hier Schluss machen. Hier sind so viele Spaziergänger gerade, die ich andauernd unterbrechen muss. Ich hoffe aber auch, dass ich zum Ausdruck gebracht habe, was ich sagen wollte. Wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und bis bald. Tschüss!